Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin so der Dummste. Willkommen zu Gears Tactics, der fünften Folge. Wir sind letztens stehen geblieben, als wir die Zivilisten gerettet haben. Beziehungsweise sie uns anschließen wollen, während wir ihnen helfen. Und da wollen wir jetzt weitermachen. Wir sind jetzt erstmal wieder im Menü. Ich mache meine Kisten auf. Fangen wieder mit der Weißen an. Okay. Nächste. Und die blaue ist plus 2 Munition. Ah ja. Okay. Dann gehen wir das mal wieder unsere Leute verbessern. Alle Fähigkeitspunkte. Ja. Sie beziehungsweise. Ach, die Zivilisten sind sogar angeschlossen. Nett. Ein Scharfschützengewehr. Finde ich schon mal nice. Aluminium. So wird das da rosa. Egal. So. Erstmal gucken, was wir hier so alles haben. Ausweichen bis 5%. Schuhe. Das ist gut. Magazinerweiterung, oh, auf 7. Schlechter. Stimmt, Fähigkeitspunkte hat sie noch. Die können ich auch noch machen. Scharfschütze ist das, glaube ich, sehr wichtig. Erstmal fertig. Dann würde ich sagen. Oh, jetzt gibt es Nebenmissionen. Jede Einheit kann pro Kapitel nur eine Nebenmission in Angriff nehmen. Sobald du die notwendige Anzahl der Nebenmissionen abgeschlossen hast, wird die Kampagne fortgesetzt und alle nicht abgeschlossenen Nebenmissionen sind nicht mehr verfügbar. Okay. Also ich muss jetzt erstmal diese Nebenmission machen, bevor ich die Story weitermachen kann. Verstehe ich das richtig? Okay. Verteidige beide Nachschubposten mit 2 aufeinanderfolgenden Zügen lang. Gib Belohnung, Waffenmod und noch eine Waffenmod. Gut, dann machen wir uns erstmal die Nebenmission. So, ich hätte aber gerne mal dich nicht mitgenommen, aber sie hätte ich gerne mal mitgenommen. So. Normalerweise ist es, glaube ich, klüger, wenn man die Leute durchwechselt, ja? Damit die auch alle schön leveln können. Er sieht zum Beispiel immer noch Level 1. Aber ich fand ihn eigentlich schon ziemlich geil. Ja, komm, ich nehme mal sie mit. Ich muss mal ein bisschen durchleveln. Ein ausgeglicheneres Team ist mir liebiger. Lieber. Als optionales Ziel verteidige bei den Nachschubposten. Ja, okay. Modifikation keine. Gut. Dann. Let's go. Bei dieser Mission geht's um Kontrolle. Positioniert euch bei den Nachschubstandorten und ladet ein, was ihr könnt. Die Maden werden es euch nicht einfach machen. Jo. Die Locust wollen die Vorräte vernichten. Sichert sie!
Waffe entsichert. Okay. Ja. Die müsste doch eigentlich einen übelsten Radius haben, oder? Oh, was gibt's denn da Schönes? Da oben ist eine Kiste. In Bewegung. Die sollte ich mir erstmal holen. Ich höre. Waffenexperte hier. So. Ich muss eine Anzeige. Also, was steht auf deren Agenda? Zeit zum Handeln! Erstmal haben wir es mit drei Leuten zu tun. Bin unterwegs. Sichere mir ein Schussfeld. Bleibe in Alarmbereitschaft. Gut. Stellung halten. Geht die schon mal runter? Bin ganz Ohr. Du guckst mal, ob du die Kiste da kriegst. Geht klar. Die in Reichweite. Ich halte sie auf. Gut. Achtung! Da kommen sie! Du hast Nachschub erhalten. Lasst uns in ein paar Ärsche treten. Okay, mal gekommen. Okay. Auf dem Weg. Okay. Würde ich sagen, wird erstmal. Na komm, ich bin bereit. Geoverwatcht. Bin ganz Ohr. Hm, man sieht sie aber auch im Moment nicht, gell? Geh mal eins vor. Ich will mal nicht in so eine Falle tappen hier. Jep, gebe uns Deckung. Feindaktivität! Ah, oh, so eine Kiste. Ei, ei, ei. Ich hab Nachschub erhalten. Gehen sie jetzt hier rum oder gehen sie hier rum? Ja, ich gehe mal einfach mal sicher. Ich hoffe, sie gehen hier lang. Ich halte die Augen offen. Höre klar und deutlich. Sprich mit mir. Ich rück aus. Hab Ausrüstung abgegriffen. Kommst du so weit? Hier. Ja, dann machen wir hier so. So ein. So. Jep, gebe uns Deckung. Führe klar und deutlich. Ja. Du musst ganz sicher sein, dass du die weghaust. Und du machst. Oh, warte mal. Ah, schade. Hätte ja klappen können. Und du machst nochmal in. Die Richtung. Na komm, ich bin bereit. Alle bereit machen für Maden! Vorwärts! Ich seh sie! Einfach an! Das war mein Kill, Soldat! Keine Munition! Friss und stirb! Hm. Sie im Visier. Dünnen wir sie aus. Die Hälfte ist geschafft.
Alles klar, okay. Wir sind dran. Dann kann ich erstmal nur in Verteidigungsposition bleiben. Das ist das Klügste, was ich machen kann. Schussfeld festgelegt. Scheiße, ich hätte nachladen sollen. Lade jetzt nach. Sie kann niemanden treffen. Dein Ernst? Warte mal. Ihn muss er treffen. Nein. Ihn ja. Genau. Ziel ausgeschaltet! So, und du. Ups, nein. Muss nachladen. Lade nach! Dann wieder overwatchen. Überwache die Umgebung. So, und du. Er hat natürlich nur eine Stim-Granate, gell? Ist natürlich ungeil. Ich hoffe mal, sie gehen alle hier oben lang. Aber ich muss nachladen. Bereit für mehr! Halte Ausschau. Oh, mal gucken. Feindgesichtet! Verdammt, er hat mich! Du lernst nie. Was sollen die ab? Okay. Befestigt. Uns in ein paar Arsche treten. Brücke auf. Oh. Hat er mich jetzt unterbrochen? Ach komm. Warte auf Befehle. Ich muss nachladen. Lade nach! Bereit. Ich brauche Munition. Ja, okay, lade nach. Gekriegt. Wunderbar. Machst du jetzt den hier weg? War das schon alles? Den wirst du nicht treffen, wa? Nee. Dann machst du Overwatchen. Schussfeld festgelegt. Du machst den mal weg. Kaum noch Munition. Lade nach. Yep, gib uns Deckung. So. Aufgepasst, sie kommen. Ich schieb dir recht. Da ist noch eine Kiste, die ich gerne hätte. Aber, naja. Dann starten wir mal die Show. Hier liegt auch noch eine. Jetzt geht's zu Fuß weiter. Nein, die hätte ich wenigstens schon gerne noch. Waffenexperte meldet sich. Aha. Was kostet den? Ah, 33%. Oh, Präzisionsschuss. Mir geht die Munition aus! Lade nach! Okay. Augen aufs Ziel. Die beiden machen Overwatch. Achtung! Locust voraus! Wollen wir alle rechts hin, ne? Ja, er kommt natürlich zu ihm.
gehen ganz schön ran! Ihn jetzt hier weg. Feind am Boden! Dann bitte die Kiste nehmen. Hab was gefunden! Genau, und dann gehst du zurück. Wechsle die Position. Aber wir haben es eh gleich geschafft. Auf Standby. So wie es aussieht. Alles im Blick. Okay, lade nach. So. Und so. Hey. Du kümmerst dich bitte um den da. Du oder ich, Arschloch. Und dann kannst du ja eigentlich ihn auch noch nehmen. Ich brauch mal Munition. Keine Munition mehr. Achtung! Loki ist voraus. Vorwärts. Auf euch! Ausgelöscht! Oh, was ist denn? War noch gewesen? Pech. Mission abgeschlossen. Was war's? Jo, zwei blaue Kisten konnte ich mitnehmen. Die eine konnte ich leider nicht mitnehmen, aber naja, mein Gott. Ist kein Weltuntergang. Und man hat sie Level 2 erreicht. Beide sogar. Also sie war, glaube ich, Level 2, oder? Ja. 3 Kills, 5 Kills. Okay. Jo. Jetzt haben wir ein bisschen wenig Zeit dafür gebraucht. Ja, komm, ich werde jetzt nochmal hier die Kisten öffnen. Gucken, was wir drin haben. Longshot plus 15 Schaden. Blitz, wenn diese Einheit in einem Zug keinen Schuss abgibt, erhält sie eine Chance in Höhe von 40% zu Beginn des nächsten Zugs plus 1 Aktion zu heilen. 7, okay. Genauigkeitsbonus. Okay. Verfügbare Truppen. Aber man kann da Truppen rekrutieren oder was? Ah, okay. Oh. Im Moment bin ich eigentlich zufrieden mit meinen Leuten. Das würde ja bedeuten, dass die auch sterben können, oder? Also ich finde eigentlich die schon ziemlich cool. Können wir erstmal hier leveln. Was hat's denn hier so? Rennt in einer geraden Linie, hebt die Tarnung nicht auf. Die Einheit schießt zweimal hintereinander. Das ist cool. Sofern sie Munition hat, ne? Diese Abkühlung, während sie verborgen ist, erhält sie einen Schadensbonus. Wenn sie den Statuseffekt verborgen erhält, erhält sie 50% maximal. Okay. Das finde ich gut. Tyrone? Du hast keine Punkte, ne. Aber ich kann auch ein bisschen upgraden. Was hat sie denn nochmal? Sie hat gar nichts ausgerüstet, okay. Hier hat sie 5% Ausweichen, dann zieh mal bitte das an. So. Hier kann man auch überall die Farbe einstellen, ach du Scheiße. Das ist schon witzig hier mit den Chrom, mit den ganzen
optischen Aussehen. Ich meine, das bringt zwar nichts. Aber, naja, mein Gott. Muster. Schatten. Oh, ich kann hier was verbessern. Oh, Schaden geht höher. Chance 5%, dass diese Einheit beim Schießen plus eine. Auf jeden Fall das hier rein. Mehr Schaden ist immer gut. Ah, du kannst besser zielen. Alles klar. Warum blinken die Namen hier so krass? Sechs von neun Gears. Im Moment bin ich eigentlich sehr zufrieden mit diesem Team. Deswegen werde ich jetzt mal keine neuen holen. Jo. Gut, Leute. Ich fange jetzt nicht noch extra die nächste Mission ab, wo ich mal gucken will. Das ist jetzt... Ah, wieder eine... Naja. Story-Mission. Absolviere die Mission in höchstens 15 Zügen. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Aber wie wir diese Story-Mission machen... Also Akt 1, Kapitel 5. Sehen wir dann in der nächsten Folge von Gears Tactics. Deswegen würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Gears Tactics. Bis dahin, haut rein. Euer Doomsday bei DGV.